liebe Freunde, zurück bei Transpop Fever hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie man sieht, nee, das passt hier. Ich dachte schon, die die Oberleitung hängt hier in der Brücke. So ist es nicht. Hier können wir die Straße vielleicht noch updaten. Das wird jetzt schöner aussehen. Ja, und dann holen wir uns den Güterzug für den Treibstoff für Konstanz. Wir könnten den sogar auch nutzen, um gleich auch Hamburg den Treibstoff zu liefern. Weil, wenn man hier sieht, Hamburg hat nämlich auch keinen Treibstoff. Das ist ganz einfach, weil, glaube ich, hier noch die Industrielinie fehlt. Genau, wir haben nur das Gewerbe besetzt. Müssten wir also hier noch eine Linie machen. Jetzt kaufen wir aber hier zuerst mal den Güterzug. Bevor ich das mache, werde ich jetzt hier kurz speichern, weil ich das bislang von der letzten Folge her noch nicht gemacht habe. Falls ich hier einen Zug erwische, welcher das Spiel zum Absturz bringt, dann haben wir wenigstens noch alles, was wir vorhin gebaut haben. Muss ich nicht mehr alles neu bauen. Was immer ein bisschen doof ist, weil man nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Gut, Zugkauf. Ja, es ist immer einmal mehr die Frage, was wir hier nehmen. Natürlich Kesselwagen, das ist ja ganz klar. Dampflok haben wir hier, glaube ich, keine, die 160 macht. Ein bisschen Tempo hat. 85, die wäre noch eine. Ja, 136, 130. Und 82. Das ist ein Reverse. Nee. Das sind meiner Meinung nach eher etwas für normale Lokomotiven. Schauen wir hier mal rein. Hier haben wir, doch sicher noch nicht. Die macht aber eher nur 120. Das ist mir dann doch ein bisschen wenig. 160. Das Kilowatt. Ja, nehmen wir mal die hier. So, da eigentlich gehen. Was ist das für eine Lok? Triebzüge mit dem Verkehr mit 3. Teilwagen. Na gut, ist jetzt eine Personenzuglokomotive. Spielt aber keine Rolle, es gibt ja auch in der Realität Züge, welche mit für Personenverkehr ausgelegt sind, aber trotzdem ja, für Güter eingesetzt werden. Deshalb machen wir das mal auf die Art und Weise. Dann haben wir hier nämlich schon Treibstoff, das hat ihren Kapazität 180. Wir nehmen mal die vielleicht für 120. Also das ist wahrscheinlich ein relativ langer Zug. 140 Meter, ja gut, geht jetzt noch. Dann nehmen wir den mal, Treibstoff Konstanz. Schmeißen den mal hier rauf. Beschleunige ich mal ein bisschen, damit der schneller hier rauskommt. Hallöchen, Hallöchen. Das ist, glaube ich, sogar der Lufthansa-Zug für den Airport Express, genau. Haben wir jetzt genau erwischt. Wir können hier sogar den Fahrzeugersatz gleich auch einstellen. Weil dann haben wir den zumindest schon mal.
Also das wird jetzt eh dauern, bis der in Konstanz oben ist. Wir können hier vielleicht mal schauen, noch, dass wir noch eine andere Lok nehmen. Noch die 200. Haben wir hier noch eine ähnliche wie die. Die macht auch wieder nur 120, 130. 40. Ja, die macht wieder 100. Ja, wenn mehr Züge die 140 machen als was anderes. Ja, Lufthansa-Lackierung, genau. Das ist die, die wir eben gerade haben. Ja, aber wir haben so wenige, die 160 machen. Vorspann-Lokomotive. Neutral, wendezugfähig. Ob die funktioniert, weiß ich eben nicht. Ja, doch, offenbar funktioniert sie. Jetzt muss ich hier aber die Wagen wieder haben. Das wäre, glaube ich, der gewesen. Stellen wir den hier mal ein. Aha, das ist der Kollege. Ja, der liefert hier eben schon 220 Brote ab. Ja, er ist nicht ganz voll. Sagen wir es so. Ja, aber dafür verdient. Wie blöd. 7 Millionen hat er mal verdient. Das ist eigentlich krass. Gut, ja, hier in Hamburg wollen wir noch den Treibstoff machen. Aber Baumaterial und Waren bekommen sie ja auch ein bisschen. Treibstoff hätten wir zwar hier eben auch. Ja, der fährt wieder halb leer rum. Warum auch immer. Der irgendwo, wo holt denn der das Rohöl wieder ab? Hier wird es angeliefert. Hier haben wir kein Rohöl. Ah, da oben. Ich glaube, das geht hier hin. Nee, kann nicht sein. Ah, die gehen über die Autobahn hier hin. Dem Rohöl. Ja, nimmt 30 Rohöl mit. Ich denke, hier können wir wahrscheinlich mal versuchen, mehr Rohöl abzutransportieren. Ja, hier schmeißen wir doch einfach mal mehr LKWs rauf. Wobei, die können 120 transportieren, die machen eben auch nicht viel mehr. Haben die Hohenburger? Ne, die haben immer noch keinen Treibstoff. Der düst noch da hinten. Das wäre, glaube ich, der Kollege hier. Der nimmt jetzt einen Treibstoff mit. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mal hier mal gucken, wir haben hier Industrie Hohenburg. Die haben nämlich LKWs für die Industrie. Die holen ihre Ware hier ab. Bekommen doch keinen Treibstoff ab. Aber 1%, das ist ja nichts. Ist auch irgendwie ein Scherz. Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen mehr Treibstoff hinliefern. Damit es funktioniert da oben. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal da die Linie für
Hamburg, den Treibstoff, Güter LKW, Treibstoff, oder besser gesagt Industrie, Stree Hamburg. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Bereich überhaupt ist. Ja, hier hinten ganz klar. Hier haben wir aber zwei LKWs drauf. Was können die transportieren? Das wären die Teile. Ja, die können eben keinen Treibstoff transportieren. Aber dann ist das eigentlich klar, was wir hier machen. Nämlich von hier gehen wir noch da drüben, holen hier das, den Treibstoff ab, idealerweise von, muss ich gerade hier beim Bahnhof gucken, welches Terminal wir noch nicht belegt haben. Ja, zum Beispiel, wir nehmen die 10. Weil wir können den natürlich auch auf die 7 nehmen. Oder auf die 8. So. Gut. Ja, und da hinten ist eben halt schon die Frage mit dem Zug. Weil der kriegt hier überhaupt nichts weg. Jetzt muss ich das sehen. Ja, der dümpelt hier auch noch im Minus rum. Mit 4 Minuten. Ja, der macht nur Minus. Aber er kann, ja, der kann schon Treibstoff transportieren. Naja, gut. Wir können ja hier dann immer noch Treibstoff hinliefern. Wir haben hier ja noch ein Terminal. Gucken wir, ob wir hier. Wir haben hier nicht so alles belegt. Hier haben wir noch ein Gleis frei. Von dem her geht das auch. Gut, hier fehlen die LKWs. Haben wir hier ein Depot? Depot? Ja. Ja, steht hier so schön und ich sehe es nicht. Gut, hier machen wir mal solche Tanklaster auf. Solche Teile. Treibstoff. Oder wir machen die mal hier. Wobei, die gehen natürlich in die Industrie. Die könnten natürlich hier auch gleich noch weiteres mitnehmen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Abforderung hier vorne. Hier geht doch sicher auch noch Lebensmittelseiten. Ja, Gewerbe gehen hier eben schon weg. Ja, wir nehmen hier die Teile, die ein bisschen alles können. Allrounder von den Fahrzeugen. Vielleicht die. Ja, die machen eben nur 90. Gut, die müssen ja auch nicht schnell sein. Sie fahren ja hier eh nicht mehr als 80. Wir könnten auch die einsetzen. Die sind einfach relativ teuer. Zumal sie auch keinen Treibstoff transportieren. Die sind gleich teuer. Dann nehmen wir die hier. Wir nehmen gleich mal 6 Stück. Und ab auf die Linie Industrie Hamburg.
So, mal gucken, wo wir hier ja den Güterzug haben. Ja, neu Treibstoff. Hat er schon mal. Könnte natürlich da oben noch eine Ölfabrik hinstellen, würde der nämlich auch in zwei Richtungen rendieren. Würde ich jetzt mal behaupten. Zum Beispiel hier oben noch so eine Fabrik hinstellen. Eine Ölraffinerie. Eine Rohölquelle quasi. Ölquelle. Wenn wir die hier dran stellen, gut, da müssten wir mit LKWs arbeiten, das wäre ganz logisch. Oder wir machen die einfach hier hinten hin. Können die nämlich auch noch Öl mitnehmen. Sollte er eigentlich auch rendieren. Ja, aufbohren können wir das nicht, wir lassen es eh so wie es ist. Ich kann es mal behaupten. Können sie dann selber vergrößern, wenn sie wollen. Sollte hier nämlich auch ein bisschen Öl rankommen. Zur Abforderung. Müssen wir aber hier mal schauen, was wir hier an Fahrzeugen drauf haben. Das wäre dann die Linie. Wieso fahren die jetzt diesen Umweg hier durch? Okay, weil sie da rüber müssen. Ja, dann würde die besser in beide Richtungen da lang fahren. Eigentlich. So, für die Störung. Wo waren wir jetzt? Ja, hier den Punkt noch einfügen. So. Machen wir das nämlich. Ja, ich wollte hier noch schauen, wie viele LKWs wir haben. 4, ja, da schmeißen wir noch ein paar rauf. Ist das Fahrzeugdepot schon wieder? Einmal. Ah, hier vor meiner Nase. So, 6 zusätzliche gehen auf die Linie. Gute Fahrt. Ja, liebe Freunde, ich mache an der Stelle mal Schluss. Ja, weil ich habe noch anderes zu tun. Ja. Sage ich hier in dem Fall Tschüss und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!